So Leute, und willkommen zu einem weiteren Part des Let's Play Pokémon Omega Rubin! Hallo. Hi. Ich habe heute einen Kumpel bei mir und wir wollen heute die Seewoge durchmachen, weil er mir sagte, da gibt's Geld drin. Und da ich so ein geldgeiler YouTuber-Spasti bin, brauche ich Geld. Nein, Spaß, wir haben einfach nicht mal mehr Geld für Bälle. Also ich will mal kurz sagen, wie viele Bälle wir haben. An Scheiß findet man hier, ne? Ja. Ganz. Nein, wo hast du das her? Das? Ja. Ich kann das erklären. wir haben 16 Hyperbälle, das war's. Und ich habe absolut kein Geld. Wo haben wir es mit dem Geld? Weil es muss ja auch hier real bleiben, ne? Da, 1000. Wir können uns nichts kaufen, nicht mal einen kleinen Wagen. Ah, du hast das an meinem Geburtstag gestartet. Ja? Ja. Alter, läuft bei mir. 23. ne? Ja. Ah, ich wusste es. Auf jeden Fall werden wir heute Kryptok fangen. Und den Bibonit holen und Regentanz uns holen und 1000 schicken Nuggets holen. Und Geld. Ist ja Geld, oder? Muss man nicht hier runter? Nö. Ah, hier kommt man auch gar nicht hoch, ne? Kann man sagen. Macht Sinn. Es gibt nur einen Eingang. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube, hier hat man Luke. Ne, Luki hat man unter Wasser bekommen, ne? Ja, und hoch oder oben? Ja, genau. Ich habe ja hoch oder oben bekommen. Ich war hier noch gar nicht drin. Ich habe gar keine Ahnung, wo man hier oder was man hier machen muss. Ich muss Schlüssel sammeln. Muss ich mit den ganzen Leuten sprechen? Mach mal am besten. Ich weiß nicht, wer die Schlüssel gibt. Hey, Dude! Hier ist es wirklich lustig! Er rennt einfach nur in ein Loch herum. Einfach neu zu sein ist schon total spannend. Außerdem munkelt man, dass es hier ein tolles Pokémon geben soll. Es gibt sogar zwei. Meinst du mit den legendären oder was? Ja. Ist echt so. Schnupper! Riecht streng nach Ekel. Ich bin mir sicher, dass sich irgendwo in dieser Ruine ein seltenes Pokémon findet. Junge Frauen haben einen feinen Geruchssinn. Deswegen weiß ich das einfach. Ich bin auch eine Frau. Warum eigentlich? Spielst du nicht gern mit Frauen? Ich kann das erklären. Keine Ahnung, wer bist du? Als ich jünger war, habe ich hier gearbeitet. Ich weiß zwar, dass die Schließung zur Wohle der Pokémon erfolgt ist, aber es ist trotzdem ein seltsames Gefühl, meinen alten Arbeitsplatz so heruntergekommen zu sehen. Ja, hat er tolle Arbeit geleistet. Was hat er hier gemacht? Weiß man nicht. Oh mein Gott, ich bück mich so richtig zu dem runter. Lies du dem vor. Ach ja, du hast die vor dem Taucher. Ich würde auch gern tauchen, aber mein Schwimmreifen hat mich da an. Haha. Das ist echt richtig getrollt, er kann sich einfach den runternehmen. Oh, ich kann hier rein. Ich weiß, du kannst auch kämpfen. Muss ich gegen die kämpfen? Ja, wenn du das Paar da dreimal besiegst, kriegst du den Fartumknoten. Und den brauche ich fürs Breeden, sagst du? Yep. Ihr seht schon, er ist richtiger Pro und ich habe einfach gar keine Ahnung. Gibt's denn sowas? Da sucht man nach einem Schatz und was findet man? Ein Trainer. Eigentlich haben wir einen Schatz gesucht, doch nun ist es an uns Trainer ins Netz gegangen. Ich kann nicht lesen. Ich konnte lesen! Guck mal, wie süß die sind. Junges Glück, Gesa und Pit. Das weiß ich. Junges Glück, Gesa und Pit. Ich hasse die beiden, ne? Oh, Volbeat und Illumise sind die unnötigsten Pokémon überhaupt, ey. Aber egal, wir werden jetzt... Was mit Formeo? Formeo bringt ein legendäres Pokémon. Die bringen ein gar nichts. So, Doppel-Erdbeben. Weil einfach muss... Ist einfach so. Wenn man schon Doppel-Erdbeben hat, dann muss man es ausnutzen. Ja. Scheiß auf Verluste. Vor Jahren dazu bekam eingeführt, war bei Erdbeben eine coole Attacke. Da hat das nur den Gegner geschadet und nicht dich selbst. Ist echt so. Da war es noch overpowered. Ich glaube, ja. Surfer schadet auch nur den Gegner, oder? Nee, auch dich jetzt. Das ist auch scheiße. Damals alles weggesweept, das ganze Reporter-Team damals bei Pokémon Rubin, Saphir, Smaragd. Ja. Kann ich jetzt nochmal kämpfen, oder wie sieht das aus? Weiß ich nicht. Kann ich gleich rein, raus. Und dann nochmal. Oh, Tür ist zugehört. Weil du sagst ja, dreimal muss man gegen die kämpfen. Drei oder zweimal, ja. Das kannst du ja auf der Karte gucken. Wenn du auf die Karte gehst. Auf welche? Auf die Karte, ist immer eine Karte unten. Achso, die. Die zeigt ja noch, auf welche Trainer da dran sind, die kämpfen wollen, aber... Gerade irgendwie keiner. Nee. Ist hier vielleicht irgendein Item auch versteckt? Nö. Was willst du, alter Sack, von mir? Schau mich hier ganz genau um! Denn Orte dieser Art sind sehr selten. Oh, faszinierend! Es gibt also noch weitere Räume. Boah, ja, wie hat er das denn gesehen? Okay. Hier ist nichts drin, oder? Nee. Also war dieser Ort eigentlich... Also dieser Raum ist nur dazu da, damit man dieses komische Item bekommt. Jeppa. Und ich muss jetzt tauchen, sonst komme ich nicht weiter. Ja. Ich bin froh, dass ich tauche ab, ey. Ja, ich habe einen Weilord dafür, das ist einfach alles. Ah, okay. Entweder Weilord oder Geradax, also die Sklaven in dem Spiel.
Ey, ich hatte ein legendäres Geradax bei meiner Per Randomizer Nassdog Challenge gehabt. Es hatte Attacken wie Flammenrad, Solarstrahl. Es war einfach der Gott. Gehabt. Ja, es ist gestorben. Auf unglückliche Weise. Du hast es gesehen. Rotom. Rotom ist ein böses Pokémon. Kriegt man das eigentlich auch in der Edition hier? In der? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Ah, dreckig. Egal. Ich tauch mal hier hoch. Willst du eins haben? Ja! Ich will Rasenmäher haben! Nicht die Waschmaschine. Wohl, Waschmaschinen leben länger mit Kalgon. Wäre eine Überlegung wert. Ich hab noch ein perfektes. Hey, komm ich rein. Hier kriegst du Dingens. Irgendwas. Irgendwie wird man hier das Gefühl nicht los, dass man beobachtet wird. Willst du Kropok jetzt fangen? Soll ich das erst fangen? Keine Ahnung. Das Ding ist, ich habe kaum Pokéball. Meinst du, ich krieg das gefangen? Weiß ich nicht. Ich hab's immer zum Einschlafen gesagt. Ich schlafe gleich lieber ab. Ich habe eiskalt dieses Spiel schon 40 Stunden gespielt. Eiskalt habe ich 100 Stunden. Was? Manko! Aber du hast schon noch so ein Leben, oder? Ich habe genug Leben. In dem staubbedeckten Büroschrank befindet sich eine alte Glasflasche, auf deren Etikett folgendes steht. Raff dich auf mit dem revitalisierenden Devon Drink. Ein Extrakt aus Vipitis-Essenz verhindert Ermüdungserscheinung und stärkt die Effizienz. Werde blitzschnell wieder fit. Und jetzt? Was muss ich jetzt machen? Guck mal auf deinen Trainerpass. Okay. Geh mal weg. Und jetzt bin ich fit geworden, oder was? Ja. Yep. Falscher Schrank. Dein Ernst? Nee, geh mal zurück. So, Leute, so macht ihr es nicht. Nee, geh mal zurück. Andere Leute, Schrank ist vielleicht... Ja, das darf jetzt gar nicht sein. Da muss jetzt irgendwas vom Spirit Can stehen. Ja, das ist es. Achso, mein Name ist Kor. Korius Komo Ibin für den Falu des Spirit Cans Dev. Der die Mine gestiftet. Der Rest ist nicht mehr so. Ja, als ob der vorher zu erzählen. Bitte was? Jetzt aber. Irgendwie wird man hier das Gefühl nicht los, dass man beobachtet wird. Jetzt auf den Weg. Warum muss man jetzt auf den Trainerpass gucken? Ich weiß es nicht, aber es ist so. Es ist einfach so, sagst du. Bling! Was ist? Bitte! Okay, macht Sinn. War. Dein Ernst, hast du noch Hunger? Leute, ihr müsst wissen, ne? Der ist jetzt heute das erste Mal wieder hier seit, keine Ahnung wie viele Wochen. Monaten. Und hat einmal eine komplette Haribo-Tüte aufgefressen, die ich zu Weihnachten bekommen habe. Danke. Ich hab gesagt, ja, kannst du ein paar nehmen, ist okay. Ich guck so gerade. Bitte? Alle? Krippo. Oh, macht doch ganz schön viel Schaden. Kreuzschere ist nicht so effektiv, kannst du damit versuchen. Ne, normal effektiv. Normal effektiv, aber Kreuzschere kriegt Stab und ist stärker als Katapult. Okay. Was kann ich sonst einsetzen? Fels? Ne. Fels. Ne, ist auch Stab. Was macht nicht so viel Schaden? Was vor allem trifft, weil das Ding ist Geist. Geist Unlicht, ne? Ja. Zertrümmerer? Nein. Stärke? Nein. Turmkick? Nein. Das fällt aus. Erdbebentaucher, Kaskade? Zu stark. Das ist auch zu stark. Metagross. Patronenhieb? Metagross aber ziemlich stark. Ich meine, es hat ein hartes Wesen und alles. Ich will überlegen, ob ich vielleicht Felswurf mache. Auf Felsgrab. Ich kann die Mega-Wirkung reingehen, damit ich keinen Stab habe. Und dann macht das nicht ganz so viel Schaden. Und das Ding hat ein anderes Minuswesen. Ja, das Ding, Amalu? Ja. Achso, mach mal. Meinst du, es klappt? No risk, no fun! Hast du gespeichert? Hab ich? Ja. Hab ich. Stimmt, 40 Stunden. 100! So, Amaldo. Großer Blechpanzer. Ränkeschmied. Kann der eine gute Attacke finden, auch oder sowas? Unheilbewirkung, glaube ich. Oh ja, läuft bei ihm! Nicht, dass er mich wegsweept. So, erstmal, damit wir den Step-Web bekommen, die Mega-Entwicklung. Oh yeah, Blinky Blinky Power! Kommt eigentlich immer die Animation, wenn man das Ding wieder neu startet, den nehmen wollen. Welche Animation? Von der Mega-Entwicklung, dass sie sich immer so... Komplett ist mir nicht aufgefallen. Mir schon! So, will sie nicht töten! Läuft bei mir, das war richtig gut! Mit Step hat das bestimmt umgebracht. Okay, jetzt haben wir noch... wie viele Bälle habe ich? 17? Ich habe noch 11 Pokebälle sogar. Wir schmeißen erst die Pokebälle weg. Erst das Günstige. Das Günstige von all die muss weg! Weiß noch jemand im Pell, wie schwer es da war, Kruppung zu bekommen? Das war doch einfach so ein Turm drin, oder? Ja, wie man den Spirit Camp bekommen hat. Dass man da 100 Flaggen im Untergrund klauen musste oder so. Was? Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, das habe ich damals mit meinem Cousin damals gemacht. Was?
Was? Es hat sich blockiert! Was? Du hast mir mit Tomori eingesetzt? Einmal nicht aufgepasst. Bitte? Ist es gerade sein Ernst? Shit happens. Ja, Leute, so könnt ihr euch Krippung fangen oder eben auch nicht. Soll ich nochmal neu starten? Scheiß auf Krippung. Ja, ist echt so. Wir brauchen schon Krippung. Auf jeden Fall könnt ihr euch hier Krippung fangen. Okay, was will er jetzt von mir? Ein Schüssel geben? Hey, ich hab da laute Schreie gehört. Hast du Krippung umgebracht? Hey, du da. Laut meinem Onkel soll sich in dieser Ruine ein riesiger Schatz verbergen. Weißt du vielleicht was darüber? Ja, vielleicht Krippung. Aber die haben wir gerade erledigt. Nein. Naja, dachte ich mir schon. Aber sag Bescheid, wenn du doch noch irgendwas herausfindest, kapiert? Okay. Ich erstmal sagen. Ja? Glaube ich. Okay. Er ist nackt. Muss ich mit jedem jetzt sprechen hier? Klar, du musst die Schlüssel finden. Achso. Und ich weiß nicht, wo die sind. Geben Sie mir die in der Reihenfolge? Ja. Du brauchst einen Schlüssel, um den Rohr zu finden, wo du den anderen Schlüssel bekommst und dann immer so weiter bis. Gib mir einen Schlüssel. Wir lesen jetzt alle nicht vor, wir machen das einfach jetzt einfach aus Randomness. Tür verschlossen. R4. Tür verschlossen. R6. Wollt ihr kämpfen? Nö. Kämpfen wollen die gar nicht hier, oder was? Nee, ich glaube nur den Doppelkampf da. Achso. Magst du ihn haben? Ja! Er ein Schlüssel! Dann muss ich wieder auf die andere Seite runtertauchen, ne? Ja. Yep. Alter, ist das nervig. Ist ja nicht so groß, das Schild. Ich weiß ganz genau, warum ich diesen Part nicht... Oh! Schlurkraut. Das ist die Seite. Was macht das? Ich glaube, das kann... In Online-Kämpfen kannst du damit... Ach, sowas wie Himmelsfeger und sowas wegmachen, ne? Also so eine Runde weniger casten. Entweder weil das ist oder du kannst beispielsweise negative Statusveränderungen aufmachen, so mit Dracomitur einsetzen und dann den Minus, ja die zwei Minus ATK ausgleichen. Statusveränderung war es. Der Pro, you know. Ich muss mal gucken, vielleicht nehmen wir gleich noch einen Wi-Fi-Kampf auf, wahrscheinlich dann aber nicht live. Und dann kommentieren wir da drüber, wenn das alles klappen sollte. Und ja, ich habe ja noch keine Ahnung von Wi-Fi-Kämpfen in der 6. Gen. Von daher wird das vielleicht echt witzig werden. Ich habe auch schon ein paar komplettes Pokémon habe ich ja schon fertig. Ich habe noch ein paar andere gehabt. Okay. Army Different und sowas. Ach ja, das Ding. Das Ding bei dem stärksten Mogelhieb der Welt. Das Ding hat Lukas damals gewonnen. Das war echt witzig. Wo ist R1 jetzt hier? Da? Ja, nee, oder? Nein. Ah, die wollen wieder kämpfen. Ja. Die Musik ist cool. Die Musik ist richtig witzig. Ey, guck mal, ihre Armbänder ergeben mein Herzchen. Na, süß. Das ist richtig süß, ey. Wie ist es noch? Junges Glück, Gesam Pit. Wieder Volbeat und Edomise. Ich glaube, in der amerikanischen Version heißen die, glaube ich, Hell und Lois von Mac mittendrin. Warum? Weiß ich nicht. Marker ist Level 51 jetzt schon. Ja. Doppel-Erdbeben. Oder Doppel-Surfer. Ne, Erdbeben ist schlauer in dem Sinne, obwohl. Mega-Erdbeben ist noch viel schlauerer, weil. Oh. Oh nein! Ich verpack's hier gerade alles. So. Bei Sumpex, ihr wisst ja, Sumpex geht MacFit. Boom, Alter! Wer ist auf Testosteron? Das Ding hat einfach Arme, ey, das ist krass. Rechte Hand. Das ist mein Pokémon, was mehr Arme hat und das ist Diggersby. Diggersby, bro. Das Ding hat Ohren. Ja, Arme als Ohren. Kann man das zählen als Arme? Oh yeah. Oh yeah. Diggersby, dafür muss ich mir auch unbedingt ganz fertig machen mal. Sonst kommt der Darky Erdbeben, der wahrscheinlich mehr Schaden macht als der von Amaldo, weil es aus Step bekommt und weil wegen. Ist so. Oh, Amaldo ist auch tot! 3 auf einen Streich. Ist echt so, wie ein Märchen. Jetzt sind 7 auf einen Streich, ne? Ja. Waren das nicht nur Fliegen? Ja. Okay. Ich war auch eine Familie. Das waren auch gerade nur Fliegen! Und vielleicht eine etwas größere, hässliche Steinfliege. Alter, bloß 5 Angriff. Läuft bei Darky. Ist echt so. Draco Meteor HD. Das Gute ist, die EP, die wir jetzt bekommen, die kommen auch zugute in der Pokeliga, weil ich werde nach dem Part hier die Pokeliga aufnehmen. Und die Rematches. Ich glaube, die sind Level 70, 80 so, ne? Ja, alle 70. Deswegen, also ich will da schon einen heftigen. Oh, hier ist R2. Das heißt, hier muss R1 sein. Das heißt, ich will einen heftigen Levelunterschied haben, damit es richtig spannend wird. Und ich brauche auch Geld, damit ich mir Tränke kaufen kann. Tauchball. Alter. Hätten wir vielleicht für Krypto gebraucht. Aber das Ding hat ja irgendwie Suizid begangen. Alter, spooky. Aufhören! Was mache ich jetzt nicht an? Alter, was ist mit dir? Keine Ahnung. Komm ja nicht näher, meine große Schwester gehört mir allein.
Hallo, sehe ich so aus wie eine Lesbe? Schräge Schwestern. Oh ja. Sehr schräg. Klingblim und Kilia. Sind die auch Level 20 so, oder was sind die jetzt? Ja. Das ist ja alles noch ziemlich im Bereich des Möglichen. Des Vermöglichbaren. Halt, Klingblim schwebe? Nee, ne? Egal, den kriegt ein Tonkrieg ins Gesicht. Ja, nee. Ist klar. Es hat Schwebe. Und das war's mit Welt und Meter. Niemals. Nein. So viel zum Thema Leveln. Ich glaube, ich pack gleich ein anderes Pokémon nach vorne, ey. Die Poké ist eh Level. Da kriegt man, komm, da kriegt man doch eh kein DP. War gewollt. Ich kann einen Tipp geben, wie du schneller levelst. EP-Teiler? Nee, Glücksteil. Gibt das für alle dann? Nur für das Pokémon, was es trägt, natürlich, aber. Nee, wenn, dann will ich für alle. Na, ja, Pokémon will immer vorne sein, ne? Ja, okay, stimmt wiederum. Man kann Glücksteil im Spiel sogar farmen. Farmen? Wer kann das tragen? Wer es trägt? Pelipas fangen das. Oh, wusste ich gar nicht. Du kannst ja mit dem Poké-Navi sehen, welches Pokémon dann welches Item trägt. Ja, auch das mit den ganzen Poké-Navi, da muss ich auch mal gucken. Weil viele haben mich auch gefragt, wie man Barschwa fängt. Das kriegt man ja auch. Kriegt man das nur unter der Brücke? Oder wo kriegt man das? Weil das kriegt man, kann man ja später aus. Mein Essen, ich glaube, ich muss die ansprechen, ne? Nö. Gibt's hier keinen Schlüssel? Doch, ich glaube, du musst irgendwie rumklicken. Auf die Schränke bestimmt. Dein Ernst? Kann sein. Ich meine schon. Wie random ist das? Sag ich bitte? Hallo? Wer vom Game Freak kam auf so eine Idee? Also ich hätte jetzt alleine und ich wäre schon geragequillt und hätte dir einen Gameboy ausgemacht. Hier ist, nee, da waren wir, hier müssen wir rein, jetzt hier ist zwei. Ganz gut von der Seite aufgemacht. Boots! Hallo! Nee, früher spielen konnte man sogar Dinge ins, die Computer von der Seite anklicken und dann hat die funktioniert. Das wusste ich auch. Belebe, oh geil, das kommt mir gut für die Pokéliga. Hier muss jetzt wieder ein Schlüssel irgendwo sein, ne? Ja. Ich glaube, die beiden Tussen geben das. Bitte nicht kämpfen. Danke. Wie? Ich hatte doch abgeschlossen! Okay, ich hab's kapiert. Du willst das ja haben, ja? Das. Wie sind die mit der 6 Schlüssel in die R2-Tür reingekommen? Wie wollen die rauskommen, wenn die abgeschlossen war? Das ist ein Mysterium. Nun ja, hab ich gesagt, dass wir abgeschlossen haben? Ja, gut, das hab ich aber. Fick die Socke an der Türklinke. Alter. Wieder einschließen, jetzt wo die gar keinen Schlüssel mehr haben. Die verrotten hier drinne, ey. Na, weil alle Schlüssel gleich haben, kann doch keiner sie rausholen. Außer es vielleicht so ein Machomai da, was die Türen alle aufreißt. Wusstest du auch schon, dass man, wenn man Kaioke taucht, dass man mit Kaioke unten unter Wasser taucht? Nö, das war das sieht neu. Mega geil aus. Na, ich will Kaioke jetzt nicht tauchen, aber allein dafür lohnt sich das, finde ich schon. Auch Surfer, du kannst so Kaioke surfen. Hast du auch das Video gesehen, wo ich mit Tohido gesurft und getaucht bin? Ja, ich glaube schon, ja. Auch so eine geile Sache, die ich einfach mega gut an der Gen fand. Du hast das Spiel ja auch durchgespielt, von daher kannst du auch vielleicht mal ein bisschen was dazu sagen, wie du es findest, was die gut gemacht haben, was sie schlecht gemacht haben. Also ich muss sagen, die Story war ja genauso wie bei den anderen Spielen, weil die war auch sowieso schon geil. Mhm. Ist sowieso eines der Spiele mit der geilsten Story und den geilsten Bösewichten. Ja, ist echt so. Und man kann auch sehr viele Nebenaktivitäten machen mit der Geheimbasis, das war auch schon in den alten Spielen richtig geil. Ja, jetzt muss rausgehen. Raus? Ja. Ist hier nichts? Nö, raus. Ja. Ich meine, andere Richtung. Ach so, da kann man auch hinten rausgehen. Da kann man rausgehen, ja. Oh. Wusste ich gar nicht. Nein, das geht ja nur so durch. Hätte ja am Fenster sein können. Ah, okay. Das ist ja auch geil, dass man so jetzt so drinnen draußen. Muss ich hier rüberspringen? Nö, du musst werfen. Ach so, okay. Und dann sind da wahrscheinlich wieder Leute und sowas, ne? Eine Person. Ja, auf jeden Fall, die Bösewichte fand ich richtig geil gemacht. Auch die ganzen neuen Sachen mit so, mit Troy, mit dem Latios, mit diese ganzen Kleinigkeiten. Das mit Latios fand ich sogar schon ein kleines bisschen zu früh fürs Spiel. Ja? Ja. Nach 5 Arena. Ja, so früh ein legendäres. Mit einer Mega-Entwicklung. Wie läuft es? Hat man etwas angebissen? Ich habe keiner der Pokémon geangelt. Das hier ist der einzige Fang. Oh, läuft bei ihm. Cool. Wer schmeißt so einen Schlüssel eigentlich weg? Ich fand das mit Latios eigentlich ziemlich gut, weil man rechnet einfach gar nicht damit. Ich war richtig geflasht, als ich es gesehen habe. Ja, war ich auch nur. Ich wollte ein richtiges Wesen haben, deswegen habe ich den so oft angeklickt, bis ich ein scheues Latias bekommen habe. Ich weiß gar nicht, was ich für ein Wesen bekommen habe. Ich wusste auf jeden Fall, dass ich bei Rayquaza ein geiles Wesen hatte, bei Deoxys ein geiles Wesen hatte. Und dann, als ich die Aufnahme ausgemacht habe, ist der Gameboy ausgegangen und ich musste einfach alles normal machen. Und deswegen habe ich jetzt bei beiden Pokémon scheiß Wesen gekriegt. Das war richtig ärgerlich einfach. Ich hätte bestimmt mal ein gutes Wesen. Ich habe Deoxys, ich weiß nicht, wie oft gekillt.
Die war es nicht. Deoxys. Oh, Deoxys kann man sich aber wieder fangen, ja. Wusste ich nicht, deswegen. Auf dem Himmelsturm. Deswegen, das wusste ich auch erst nachher. Das hat mir jemand in die Kommentare geschrieben, nämlich. Mir hat jemand gesagt, dann hätte ich nicht. Lagerschlüssel, brauche ich den? Ja, da kriegst du erst deinen Schatz. Mein Schatz. Mehr Schlüssel gibt's nicht, oder was? Ne, jetzt musst du wieder rausgehen, glaube ich. Komplett, oder wie? Oder ist es hier oben? Ja, da, wo du gerade eben draußen warst, glaube ich. Oder da oben? Ja, ist das mal raus? Ja, hier gehst du raus. Dann muss ich hier raus. Mhm. Okay. Und wo hier kriegst du jetzt. Ja, da, wo du. Das Schiff kannst, muss jetzt gleich wieder rangehen. Hier oben? Achso, da unten. Ah, da. Ich finde das ganz gut gemacht, ganz ehrlich. So hat man die. So ist die Seeboge eigentlich was Besonderes auch. Ja. Man kann den Krippbock fangen, man hat dieses ganze Rätsel. Ist irgendwas? Kann man hier reinspringen in das Abflussrohr? Das ist eine Turbine, oder? Rein da. Hier kann man in die Turbine reinspringen. Was ist das denn da für ein Vieh? Hä? Ich glaube, mich tritt ein Ponita. Jemand hat die Tür aufbekommen. Wer ist das da? Das Pinke. Das ist, glaube ich, ein Pokémon. Oh. Neko? Das ist. Ah, stimmt, das ist ein Neko. Warst du das Kleine? Krasse Leistung, Respekt. Der Jugendslang. Sagt er jetzt einfach, ne, der klaut sie jetzt alles? Nein. Was zum Griffe. Ich finde diese Anspielung immer so geil. Was zum Geier. Was zum Griffeldes? Ach so. Ja. Da, Nuggets, hier auch. Oh mein Gott, Chicken Nuggets. Oh mein Gott, ich hab Hunger. Gute Arbeit, Kleine. Du darfst dich jetzt verziehen. Bitte? Deine Suche war erfolgreich? Mehr oder weniger. Onkel Coronis. War es nicht der, der bei Krippuk da drin war? Bei diesem komischen Zettel da, dieser Korn. Da war ja die Nachricht da. Stimmt, der hat die geschrieben, so, ne? Ja. Das kann echt sein. Natürlich war sie das. Sie sieht auch genug für den Krippuk aus. Er sieht schon etwas älter aus. Hier gibt's total viel da. Oh, Kevin! Oh mein Gott, der arme Junge. Hey, der Kerl Kevin oder das Pokémon Kevin? Ich glaube, das Pokémon. Kevin alleine. Kevin allein in der Seewoge. Wer kennt den Film nicht? Ein Klassiker. Moment mal. Chef? Bitte hau ab einfach. Hey, Kleine. Heute scheint der Glückstag zu sein. Du kannst den ganzen Schatz für dich haben. Oh, geil. Halt die Ohren steif. Geld! Und Megastein. Nuggets! Tatsächlich, da funkelt der Megastein, ne? Da muss man surfen? Nee. Ja. Ah doch, tatsächlich. Warum muss man da surfen für? Vielleicht übersieht man es ja. Riesen-Nuggets sogar, die sind 10.000 wert, ne? Ja. Alter, Leute, wir haben keine Geldprobleme mehr! Hat sich richtig gelohnt, ey. Ich glaube, es haben bestimmt schon Leute in die Kommentare geschrieben. Zero, du alter Typ, ey. Von wegen, ne? Ich bin in dem Spiel pleite, ich bin bei Pearl pleite, ich bin einfach überall pleite bei Pokémon. Besser als Lukas damals, der war auch ein Pokémon Schwarz pleite, weil er so oft gegen den Obermofti von Team Plasma verloren hat. Diesen Jesus? Ja. Jesus war auch ohne Witz, Leute, ne? Als ich damals erstmal Pokémon Schwarz und Weiß gespielt habe, ne? Ich dachte mir, ja, okay, komm. Top 4 besiegt, Champ besiegt, dachte mir, oh, geil! Auf einmal, bitte, Jesus? Dann, Alter, der war einfach mega overpowered, der Junge. Ja, der Schwarz war auch eines der geilsten Spiele bis jetzt. Schwarz war schon gut, von der Story, ey. Ja. Viele haten es ja. Ich fand's aber richtig gut eigentlich. Das war so das Spiel, wo ich mich wieder reinkomme in den Pokémon. Eigentlich nur dank dem Spiel bin ich auch Let's Player geworden. Von daher. Eisstrahl! Wuhu! Ich habe auf meiner Randomizer Pearl Duflor mit Eisstrahl. What the fuck? Das ist die Sabberne. Der Sabberne Eisstrahl einfach. Also wer auf jeden Fall noch nicht bei Pearl Randomizer so schnell reingeschaut hat, Leute, geht auf meinen Kanal, guckt euch das Projekt an, das ist irre witzig. Ich hab's auch noch nicht geguckt. Guck's dir auf jeden Fall mal an, ey. Okay. Pfaff find das sogar witzig. Ja, das heißt schon was. Oh, Alter, wie viele Riesen-Nuggets gibt's hier denn? So, wir haben jetzt 20er Chicken Nuggets, vielleicht noch Curry, so Sauersoße. Und dann holen wir uns noch den Bibor Neat, Leute. Den könnt ihr euch hier auch holen. Ziemlich krasses Item, mein Ansicht nach. Bibor ist. Underused? Ist das Mega Bibor auch? Ja. Alter, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das würde halt eigentlich so einen richtigen Push bekommen, weil das ja so ein. Ich glaube, Step-Attacken verstärkt oder sowas. Ja, aber. Geht halt schnell drauf, ne? Käferflug, ne? Oder ist es nur Käfer in der Mega-Entwicklung? Ich glaube, das ist ein Giftflug. Giftkäfer, aber. Ja, viele Schwächen, ne? Wenig Verteidigung. Ja, okay, stimmt auch wieder. Ja, gut, Leute, das war's im heutigen Part von Pokémon Omega Ruby. Welcher Part gefallen hat? Und wenn ihr mehr von irgendwelchen Cameo-Auftritten sehen wollt von meinen Kumpels oder sowas, dann schreibt's in die Kommentare. Und ich hoffe, der Part hat euch, wie gesagt, auch ein bisschen geholfen, so wie man jetzt ein bisschen aus Geldproblem rauskommt. Peter Svegard braucht ihr nicht anrufen, vielleicht einfach nur in dieses Malbenfrosebogen rein. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis zum nächsten Part und ciao! Grüße, Pav.
Warum Farb? Weil ich Farb lösen wollte. Okay. Spasti. Was kann man jetzt noch hier machen, großartig? Die kommen auch nur alle anderen Tage, ne? Ja, die namenlose Hütte, ne? Ich habe jetzt nämlich heute schon vier Regionen gefangen.